Hallo, herzlich willkommen zurück bei Valheim. So, ganz kurz mal ein paar Sachen noch kontrollieren. Ich höre mich selber zwar, aber nicht besonders deutlich. Oh, jetzt geht's. Gut, ja, genau. Wir haben ja hier an dieser Stelle letztens aufgehört und wollten uns ja hier so ein bisschen umgucken. Beziehungsweise ich war auf der Suche nach Flint. Und im Augenblick haben wir wieder mal das tollste Wetter überhaupt. Was haben wir denn da hinten rumstehen? Da sind direkt zwei Hirsche. Ja, über meine Jagdfähigkeiten brauchen wir uns ja nicht so... Wo kommen sie denn her? Ist ja wohl nicht wahr. Nur, Kollege. Bleib mir vorne Pelle. Ja, supi. Ist ja prima gelaufen. Das fängt schon wieder ganz gut an hier. Ich bin schwer begeistert. Ja, da bellt er vor lauter Freude. Und zieht seine Runde in Richtung Wasser. Das war zu erwarten. Ja, egal. Wir sind ja im Augenblick fleischmäßig Gott sei Dank einigermaßen dabei. Das kann allerdings sehr schnell wieder ganz anders aussehen. Ich packe mir mal dieses Flintstück in Gedingse und so in meine Taschen. Und dann gucken wir mal. Ja, das war klar. Ich habe schon extra höher angesetzt, ne, und natürlich wieder nix. Ist hier irgendwo eine Quelle von denen? Würde ich schon wieder rumkräuchen. So ganz normal. Ach, da steht noch einer rum. Deswegen. Die müssen da ihre Party feiern und ich habe die wahrscheinlich gestört. Da kann ich verstehen, dass die ein bisschen verärgert sind. Ich wäre auch angepisst, wenn man mich, ne, in meiner Party stört und so. Und ich will da feiern. Ständig kommt der Nachbar, ist am Klingeln und sagt irgendwie hier, ne, Ruhe und hast du nicht gesehen. Das wird mich doch auch etwas annerven. Jetzt lass den Kopf da, wo du ihn gelassen hast, Mensch, du. Gott sei Dank hat es funktioniert. Du Hirsch, du. Was ist denn jetzt los? Nee, ne? Was schmeiß ich weg? Was schmeiß ich? Komm hier. Ganz schnell. Boah, ich muss noch was rausschmeißen. Was raus? Das gibt's doch nicht. Komm hier, Holz weg. Ich brauch kein Holz. Holz wird überbewertet. Entschuldigung, müsst du mich kurz räuspern? Mann. Ja, dann haben wir ein bisschen Fleisch. Drei. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und ich habe irgendwie, warte mal, das muss ich wegschalten. Dann gehe ich mal vorsichtshalber wieder auf meine Standardbewaffnung. Weil ich weiß nicht, wie gut ich den da gleich treffen werde oder nicht treffen werde. Ich bin da sehr vorsichtig in solchen Dingen. Zurückhaltend fast, könnte man sagen. Bleib doch mal stehen. So. Ja, komm, du bremst so schön. Wie? Was? Wo? Warte, kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, dann machen wir das doch mal ganz kurz so. Meine Herren, die sind aber auch anspruchsvoll, die Nachbarn. Das ist ja fürchterlich. Denkst du, kannst die mal ganz kurz, ne, locker da mit so einem brennenden Pfeil erledigen? Und was ist? Oh, rennen die einen da ständig um die Beine rum. Das muss ja nun auch nicht sein. So, war da noch was? Ist da noch Flint? Im Gebims. Ich sehe hier keinen Flint. Also Flint soll ja hier, ne, am Ufer immer zu finden sein, aber das ist hier Mangelware. Das ist wirklich Mangelware. Gut, ja. Läuft doch prächtig. Ein Hirsch erlegt. Ein von diesen komischen... Hast du nicht gesehen? Erstmal in die ewige Jagdgründe. Ist das Flint? Ja. Geschickt. Diesen netten kleinen Grauzwerge. Die sind aber auch sehr hilfreich. Ja, die sind sehr hilfreich, wenn es darum geht halt, man braucht Resin, also Harz, um irgendwelche brennbaren Sachen herstellen zu können, wie beispielsweise Feuerpfeile. Da habe ich Flint übersehen. Das geht ja gar nicht. So. Und, Naja, gut, ich will mein Glück nicht herausfordern, zumal es auch schon langsam, aber sicher dunkel wird. Ich sollte so ein bisschen mich in Richtung
Behausung orientieren. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das ist, ja. Mann. Ganze hier fängt ja schon nicht schlecht an. Wie steht? Keine Ahnung. Ja, Nandos der Hüpfkönig und Nandos der Rennkönig und Nandos der Überhauptkönig und oh, weg hier. Wo kommen die alle her? Was wollen die von mir? Lass mich in Ruhe. Bin auf der Durchreise. Ach, hier steht aber auch alles im Weg. Die Nachbarn lassen immer ihren Müll liegen. Das ist fürchterlich. Ja, unser Eins hat dann seine liebe Not, da irgendwie voranzukommen hier, ne? Und seinen Weg zu finden. Weil die nur ihren Krempel hier eben ständig rumliegen lassen. Ja, du kannst dann da rumhüpfen. Wenn du Pech hast, brichst du dir alle Beine. Das ist ganz, ganz böse. So, da sind wir schon fast zu Hause. Betonung liegt auch fast. Naja, das hat ja gut geklappt. Irgendwelche Nachbarn, die irgendwie rumstenkern? Nicht. So, ja, bei der Gelegenheit, wo mir das gerade einfällt, weil ich dir gerade hier so durch die Gegend renne. Ich gehe mal ganz kurz hier rein, damit man wieder ein bisschen was sieht, weil es ist dunkel. So, bei der Gelegenheit, erstmal schöne Grüße an einen anderen YouTuber, der gute Perudor. Entschuldigung, ich habe den Namen fast falsch ausgesprochen. Perudor heißt der gute Mann. Seines Zeichens ebenfalls Let's Player, hat einen Retro-Kanal hier auf YouTube. Und er erzählte mir, dass es ein ähnliches Spiel geben soll, namens Valhalla Hills. Und er selber war da wohl nicht so ganz von angetan oder hatte sich da eine andere Vorstellung von gemacht, wie dem auch sei. Ich habe da mal ganz kurz reingeschnuppert und das ist in erster Linie so ein Aufbauspiel Richtung Siedler, was ich so an Bildern und Videos sehen konnte. Sah erstmal gar nicht so verkehrt aus. Und schauen wir mal. Vielleicht werde ich mir dieses Mal irgendwann zulegen. Und dann kann man da vielleicht auch mal reinschnuppern. Das ist alles schon etwas älter. Ja? Während das ja hier ne, quasi noch im Entstehungsprozess begriffen ist, ist Valhalla Hills von 2015. Deadalink, kann das sein? Müsste ich dann nochmal gucken. Für den Fall, dass ich da vielleicht doch mal eine Lust drauf bekomme und mich damit näher beschäftigen sollte, dann werden wir das alles genauer uns anschauen. Gucken wir mal. So, ich habe, wie ich gesehen habe, eine ganze Reihe von Kram dabei. Und bei der Gelegenheit nochmal eine Danke erstmal hier, das hätte ich jetzt fast vergessen, meine Güte. Danke, Perudo, für deinen Kommentar und für diesen Hinweis, diesen Verweis auf dieses Spiel. Und ja, wir schauen mal, was wir daraus machen. Also ne, ich jetzt hier oder so. Ne, weiß nicht, kann man das auch im Multiplayer? Ich will jetzt gar nicht irgendwelche Sachen hier antriggern. Okay, ganz was anderes. Ich muss gucken, wo ich meine Sachen hier verstauen kann. Ich habe hier zum Beispiel so ein nettes kleines Pflänzchen. Das könnte man so hier reinpacken. Jetzt hat er irgendwas anderes. Ne, wechseln wollte ich nicht. Ich wollte, dass du das da und dann hier und so. Und hast du nicht gesehen. Gut, geht. Die Kiste ist definitiv voll. Ich glaube, die andere auch. Ne? Ich habe noch ein bisschen Resin am Start. Das packe ich mal hier rein. Sicherheitshalber. Ja. Dann, die ist komplett leer. Das ist gut. Flint? Habe ich nicht Flint auch schon irgendwo? Das suchte ich nämlich die ganze Zeit. Nein, du bist wieder... Ich bin da voll konzentriert. Ich bin der Konzentrationstyp schlechthin. Ja, also davon mal ganz ab. Also gibt es nichts Besseres, was ich konzentrieren kann, als meiner einer. Jetzt habe ich hier eins zu viel sogar schon. Meine Güte. Ist aber kein Problem. Ich nehme mal hier so das. Das haue ich weg. Ich habe so viel Steine. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Ja, Holz habe ich auch. Ich habe Leder. Ich habe irgendwo Leder gesehen. Ich bin relativ sicher, dass ich irgendwo Leder gesehen habe. Achso, das war dieses Leder. Das ist aber nicht das, was ich suche. Was läuft denn hier ab? Irgendwie, gut, dann packe ich auch einfach mal das Leder rein. Was hast du denn davon? Und, bitte, nein. Soll ich tauschen? So.
Okay. Dann muss ich Sachen braten. Sollte ich auf jeden Fall tun. Ich packe das mal hier hin. Braten. Eine Ho. Eine zweite Ho. Hallo? So. Ihr seht, ich habe also hier, ne, alles im Griff, was Organisation anbelangt. Ich bin hier schwer am Organisieren. Ja, da muss ich. Hallo? So, erstmal wieder hier rein. Den Hammer nehmen wir weg. Komm, lass mal die Steine erstmal hier. Ich bin, ja. Und dann packen wir den Hammer hier mit zu. Dann haben wir da das Werkzeug. Gut. Ja, soll soweit erstmal reichen. Ja, jetzt ist das Haus. Natürlich draußen wird jetzt schön hell. Und, oh, nicht nur im Spiegel, sondern auch RL sehe ich gerade. Sonne kommt raus. Die ganze Zeit war bewölkt. Jetzt haben wir Sonne. Sonne. So, hier brauchen wir ein bisschen Feuer, weil ich muss natürlich oder will natürlich Sachen braten. Jetzt hat er das Rote. Jetzt hat er das falsch in den. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Unfassbar. Passt man einmal nicht auf, ne? Schon wird das Fleisch verbrannt. Das ist ausgesprochen unschön. Nein, du sollst das nehmen, du Hammel. Was ist denn heute los? So. Mann. Wo ist das? Ist das vielleicht nicht zufälligerweise noch irgendwo hier? Nein. Schade. Ist verbrannt, ist weg. Soweit aber auch. Okay, wir haben immerhin zwei Reserve. Das ist besser als nix. Und das packen wir wieder hier hin. Oh, Moment mal eben. Nachladen tut Not, kann das sein? Irgendwie so wechselt. Achso, Entschuldigung, das ist der Flint. Gedingse. Und das ist der Feuer. Die könnte ich versuchen zusammenzuführen. Genau, da haben wir da 18. Muss mal Übersicht verschaffen. Gut. Wie sieht das eigentlich mit da hinten aus? Da geistern doch immer irgendwelche Grauzwerge rum. Ganze Menge zu viel für meinen Geschmack. Egal. Okay. Dann begeben wir uns mal wieder mehr Richtung Süden. Und was habe ich denn jetzt dabei? Ganz wenig Holz sehe ich gerade. Ja. Ich musste ja intervenieren. Und, hallo? Auf der anderen Seite haben wir hier genügend Holz rumliegen und rumstehen. Wenn der Mann Not an Mann ist. Ich sollte mal eben die Waffen wechseln. Zum Beispiel liegt hier so ein Teil rum, da könnte man schon mal einsammeln, dann haben wir schon wieder einen Teil mehr. Da sehe ich den nächsten Zweig, Balken, was auch immer. So. Und wie immer nehme ich natürlich so eine ganze Session hier auf, also mehrere Folgen am Stück. Ein Pilz, wie fein. Und ob ich die ganze Zeit über die Webcam dabei haben werde, so wie jetzt, kann ich noch nicht sagen, hängt von den Lichtverhältnissen ab. Ihr kennt das Problem bei mir im Augenblick, ja. Und ja, ich fürchte, das wird auch noch eine Weile erhalten bleiben.
Das ist auch noch so ein netter Ast. Ich weiß, ich habe gerade Holz ausrangiert, aber das war nur eine Notsituation. Und auf der anderen Seite, Holz kann man nie genug haben. Wenn es darum geht, halt Dinge zu bauen, ist das momentan ja immer noch... sozusagen... das ist zu nah. Das wird nichts werden. Ich muss mal ganz kurz... genau. Oh nein, das kann er sich nicht bewegen. Verdammt. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Mann. Eieieiei. Auch schnellstens... Genügend... Sperre. Das war das Wort, was mir nicht einfiel. Sperre. So, wo war ich, bevor ich mich wieder selber unterbrochen habe? Von wegen Bauen und so, ne? Was ist hier gewesen? War hier Holz oder was habe ich jetzt? Ja, ich habe Holz geedit. Okay. So. Nur noch ein Slot frei. Naja, gut. Aber alle wichtigen Teile sind vorhanden. Hat der denn etwas Spaß oder warum ist er da so aktiv unterwegs? Ne, nicht schon wieder einer, das ist ja fürchterlich. Kann das sein, dass die irgendwo ihre Nester haben oder so? Oder rennen die immer in der Gegend herum und machen Patrouille oder so? Oder was ist das jetzt hier? Mann! Leute, man gar nicht nervig. Verscheucht mir hier die ganzen Hirsche, das ist ja schlimm. Das darf nicht wahr sein. Ihr geht mir auf den Zwirbel, aber so weit vor. Das treffe ich nicht einmal. Gibt's denn sowas? Wo rennst du hin? Also langsam sind sie nervig. Habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, ne? Dass die mich langsam annerven. Komm weg mit dem Steinen. Ja, wie gesagt, bauen, genau, das war das Stichwort. Bauen im Augenblick ja schwerpunktmäßig mit Holz. Man hätte natürlich auch die Möglichkeit, mit Steinen wohl zu bauen. Wir haben ja so einen Steinschneider, den wir bauen könnten. Rein theoretisch. Das Problem ist nur, dass da schon wieder ein Zwerg ist. Ich natürlich nicht kriege. Das Problem ist nur, dafür braucht man Eisen. Wir haben zwar Eisen, ja, irgendwie 2 oder 3 Barren. Ob das jetzt dafür reichen würde, diesen Steinschneider zu bauen, weiß ich nicht. Ich sag mal eher nein, müsste ich mal gucken. Wie gesagt, also rein theoretisch wäre das machbar, aber ich habe ja noch keine Eisenquelle, wo ich halt die Möglichkeit habe, beständig Eisen abzubauen. Und so weiter und so fort. Und ich denke mal, es wird wahrscheinlich auch so sein, dass man auch irgendwie so einen Brennofen braucht oder so. Ja, dass man das Eisen irgendwie halt gewinnen muss. Es wird schon wieder dunkel. Es ist, 3 Stück. Da kriege ich einen einzigen von. Das ist schon mal so was von klar. Da kriege ich einen einzigen von. Die 4 war es immer noch. Probier mal mein Unglück. Zu lange gewartet. Komm, lade dich auf. So. Natürlich. Da war wieder wahrscheinlich ein Pixel zu wenig. Ich lass dich rennen, was soll das? So. Was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Wahnsinn.
Man muss auch mal Glück haben. So, sehr schön. Dann hat das wenigstens funktioniert. So, ich gehe mal auf meine Standardwaffen zurück und sehe zu, dass ich nach Hause komme. Ja, dann hatten wir ja doch ein bisschen Erfolg. Wir haben immerhin 2 Hirsche erlegt in dieser Runde. Und ein bisschen Flint konnten wir auch finden. Das ist auch mal schon mal nicht schlecht. Und erfolgreich gegen Büsche gerannt sind wir auch, wie gerade eben. Ja, läuft. Ja, ein paar Schläge haben wir eingesteckt. Das ist nicht so schön, aber naja gut, das ist, gehört irgendwie dazu. Oh, hallo? Ach, ja, komm, machen wir uns halt drumrum. Da vorne ist unser rettender Eingang. Dann sollten wir es auf jeden Fall noch schaffen. So, na, wer sagt's denn? Damit wären wir wieder glücklich zu Hause angekommen. Ja, hier wird's wieder schön warm. Und im Angesicht unseres Lagerfeuers, wo ich gleich das leckere Fleisch braten werde, sag ich mal, bis zur nächsten Runde. Danke fürs Dabeisein bis hierhin. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen guten Tag und nutzt die Zeit. Bis dann.